Gratulation, Chapeau zum vierten Saisonsieg in Serie. Jacqueline Schneeberli, die zweifache Schweizer Meisterin, gewinnt in Leukerbad. Währenddessen bitten wir die Juniorinnen, sich bereit zu machen für die Siegerehrung. Jacqueline Schneeberli, Letizia Marzani, Nicole Pese, Annika Liener und Melissa Huye. Sie kein Rennen gefahren. Die französische Meisterin holt sich hier in Leukerbad den dritten Platz und die Gratulationen überreicht von Maggie Stark mit einem Eintritt in die Leukerbad-Therme als Erholung vielleicht heute nach dem Rennen. Euer Applaus, Pauline Ferrand, Pemo. Auf dem zweiten Platz von Temus, RN Swiss Bike Team aus Trenichen, Katrin Stirnemann. Katrin Stirnemann mit einem starken Rennen hier in Leukerbad. Sie zementiert ihre zweite Position im Gesamtklassement. Und nun applaudieren wir der Siegerin zu ihrem dritten internationalen Sieg, zum zweiten Saisonsieg in diesem Jahr. JB Brunet's World Factory Team, Ramona Forchini. Ramona Forchini mit ihrem Siegerinnenbike, dem Feldbike, das sie hier über diese fünf Runden getragen hat. Euer Applaus zum Sieg, Ramona Forchini. Stellt euch zusammen und wir applaudieren noch einmal Ramona Forchini, Katrin Stirnemann und Pauline Ferrand-Prévot. Den Top 5 Fahrerinnen und die Siegerin, sie verteidigt und baut ihre Führung im Gesamtklassement aus. Ramona Forchini mit weiteren 100 Punkten im Kampf um den Saisonsieg im Profi Swiss Bike Cup. Euer Applaus, rot-weiß steht ihr gut, ein weiteres Mal. Ramona Forchini an der Spitze des Gesamtklassements. Die Andiseli Mountainbike-Strecke, eingeweiht von Andiseli. Beda, komm auch noch kurz hin. Beda, kurz, steht zusammen für ein kurzes Foto. Und dann machen wir uns bereit für den Cola. Das ist der Mr. Mountainbike, der hier den Bikesport überhaupt so groß werden hat lassen. Was viele der jungen Fahrer natürlich will. Sieger im Profi Swiss Bike Cup, Reto Indergand. Gefolgt von seinem Teamkollegen Filippo Colombo. Just take my home, baby, hold it tight.
Filippo Colombo scheint nicht hier zu sein, dann fahren wir weiter mit Fabian Giger. Gefolgt von Cameron Ivory aus Australien. Lukas Flückiger. Antoine Philippe aus Frankreich. Simon Fitzum, der Überraschungsmann an den Schweizer Meisterschaften